Heyo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 1. Letzte Folge sind wir hier in der Hafenstadt angekommen. Ja, natürlich direkt erstmal hier Stress gemacht und dem ersten Schläger einen auf die Birne gehauen. Sehr schön. Warte mal, ich muss mal eben speichern. So, zack. Weil das wird ja anscheinend dann Costa oder wie heißt das sein? Und dem müssen wir uns dann direkt wieder verknüpfen. Ich denke mal, dann sprechen wir hier später mit Elias und quatschen direkt mit Costa Mosta. Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleiher. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann's dir besorgen. Ja, dann hätten wir gerne mal deinen Geldbeutel, ja? Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Ja, ein Bett, brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht, aber... lass uns handeln machen als allererstes. Weil ich will den jetzt nicht verärgern und dann kriegen wir schon direkt wieder keine Sachen. Ja, jetzt Machete, ne? Sie macht 20 und das macht jetzt gerade 15, ne? 85 wird das kosten. Oh, was? Offiziersrock? Was hat denn unser? 10, 10, 10, das Ding hat nur 5, 5, 5. Boring. Ja, nee, aber das ist wieder sowas, ne? Nee, davon will ich nichts haben. Das ist wieder... Ich will was Besseres haben. Ich habe ja so viele Lernpunkte, da kann ich ja eher was für ausgeben. So, dass wir auch eine bessere Waffe tragen können und alles, aber nee, das will ich nicht. Wo bekommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. So ein... Penner. Du beutest die Bauern aus. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie an mich zu verkaufen. Wenn sie glauben, sie müssen ihren Familienschmuck gegen ein warmes Bett eintauschen, ist das ihr Problem. Wenn sie Almosen wollen, sollen sie zur Beltschwur gehen. Ich mache Geschäfte und habe nichts zu verschenken. Oh, dem hau ich gleich so gerne eins auf die Mütze, oh, das wird ein Spaß. Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Damit handelst du dir nur Ärger ein, aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür, 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber und du kannst ruhigen Gewissens schlafen. What the fuck für eine Übernachtung, 30 Gold? Du kannst mir mal sowas von die Eier lutschen dann, wenn ich bei dir schlafe. Aber nee, wir machen jetzt erstmal hier... Da. Delgado wartet auf sein Gold. Da kann er lange warten. Ich bezahle nicht mehr. Ich befürchte, das wird Delgado gar nicht gefallen. Soll das etwa eine Drohung sein? Mach dich nicht lächerlich. Warte mal. Bevor ich jetzt mich mit dem prügel wieder, sollte ich vielleicht erstmal unser Leben aufladen. Das habe ich jetzt gerade wieder ne, vercheckt. Das war ja beim ersten Mal auch das Problem, dass wir erstmal direkt dann... dass wir da kein Leben haben. Ich weiß zwar nicht, ob wir uns mit dem prügeln müssen überhaupt. Oder ob der gleich seinen Handlanger ruft und der sagt, oh nö, zieh mal durch und er gibt uns das dann. Aber naja, dann machen wir. Du willst also nicht zahlen. Ist das dein letztes Wort? Pass mal auf, Kleiner. Es war nicht sehr klug von dir, dich mit Delgado einzulassen. Du hast dir die falsche Seite ausgesucht. Don Esteban ist nicht mehr hier und die Stadt untersteht jetzt dem Orden der Heiligen Flamme. Von mir kriegt ihr nichts mehr. Und ja, das ist mein letztes Wort. Ja, dann, ne? Dann muss ich mir das Gold wohl einfach nehmen. Du willst dich also mit mir anlegen? Bitte! Fuller! Den kannst du vergessen. Den habe ich schon erledigt. Ich habe gleich gewusst, dass der Versager nichts taugt. Also gut, dann nur wir beide. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Oh nein! Tja! Hör auf! Jetzt geht's ran! Ja. Hör auf! Ja! Ja. Hör auf. Boah, da konnte ich nicht mehr blocken. Hey. Ja. Kann man das nicht friedlich regeln? Nein, kann man nicht mit dem Sackgesicht. Das bringt doch nichts. Doch! Ja. Dickes Gold, boah, der Hieb, der war perfekt, Reno. Ja! Oh, lol. Ja. Das ist echt das Letzte. Kann man das nicht friedlich regeln? Oh, lol.
Nice, 50 Erfahrung nur. 25 Gold und, oh, Goldbörse. Rostige Schwert, dass die immer nur ein rostiges Schwert haben und so viel Damage damit mache, das gibt es nicht. Naja, warten wir mal, bis der Kleine aufsteht und wir haben den Geldbeutel von dem schon abgezwackt. Mieser Schläger, was willst du? Reicht dir mein Gold noch nicht? Nein. Ich hatte dich gewarnt. Ja, ja, ich weiß. Du kannst nichts dafür und hattest deinen Auftrag. Genau. Also am besten vergessen wir die Sache und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Gut. Schließlich muss es weitergehen. Sehe ich auch so. Und ich kann immer noch mit ihm handeln. Sehr schön. Okay. Hat auch nichts zu sagen. Dann machen wir es mal. Oh, hier, Delgado. Hier ist Costas Goldbörse. Sehr gut. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wollen wir doch mal sehen. 150 für mich, der Rest für dich. Ich werde Scorder berichten, dass du gute Arbeit geleistet hast. Sehr schön, erzähl mir mehr von Scorder. Erzähl mir von Scorder. Hey, eigentlich hätte ich seinen Namen noch nicht einmal erwähnen dürfen. Ich kann dir nur so viel sagen. Scorder leitet die Geschäfte des Don hier in der Stadt. Wo kann ich ihn finden? Gar nicht. Er hat sich versteckt. Er wird dich finden, wenn es soweit ist. Und jetzt verlieren wir kein Wort mehr darüber, klar? Ei, so? Wie machen wir jetzt weiter? Wenn du noch ein bisschen in der Gosse bleiben willst, kannst du ja mal versuchen, bei Josh abzukassieren. Da kommt meistens nicht besonders viel bei rum, aber man nimmt mit, was man kriegen kann. Ansonsten solltest du einfach die Ohren aufhalten. Es gibt genug Probleme, aus denen du Kapital schlagen kannst. Ja, bei ihm können wir nur Taschendiebstahl lernen, ne? Ich halte mein Wort. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du ein guter Taschendieb wirst. Oder ist auch Schlösserknacken bei? Ne. Schade. Okay, dann hätten wir das schon mal geregelt. Wir haben jetzt dadurch, habt ihr gesehen, hier links am Bildschirmrand war ein Viertel für den Don. Regionale Karte können wir auch anmachen. Dann sehen wir hier die Stadt einmal. Können wir eigentlich mal anlassen. Jetzt erstmal die regionale Karte. Schutzgeld Josh, okay, von dem kann man also auch noch was bekommen. Aber ich glaube, wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen rum und gucken uns mal um, was hier so alles am Start ist. Oder haben wir direkt zweimal gespeichert, automatisch und normal. Bäuerin, da unten kommen wir direkt zum Hafen Pier. Aber die Stadt ist ja anscheinend noch ein bisschen größer, so wie wir es gerade auf der Karte kurz gesehen haben. Hier oben muss ja auch noch was sein. Und hier war doch Elias oder so, ne? Ja. Hast du dich schon umgesehen? Nein, du? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Gucken wir uns erstmal an. Lass mal deine Waren sehen. Ich will ein Schwert, hat er aber nicht, der hat nur so Plunder. Dann tschüss. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt drei Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Will jetzt nicht mit dem hier rumtratschen. Als ob der was so Interessantes zu labern hätte. Aber hier, die Beere, die klaue ich euch. Abgezogen. Wer sitzt denn da? Bäuerin. Und so was hier irgendwo? Nö, eine verschlossene Tür. Sieht schon mal nicht, ne? Hey, warte mal. Ich hab den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück, weil heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind zwei Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor.
Ist das nicht unglaublich? Ja, ich kann es wirklich kaum glauben. Ja, vor allem guck doch mal den Fisch an, wie viele Fliegen da schon rumfliegen. Also. Redest du immer so viel? Was soll ich denn machen? Keine Sau will meine Fische. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Hab mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich hab einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Warum verkaufst du den Laden nicht? Willst du ihn haben? Ich? Nein, ich hab keine Ahnung von Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Ja, war wohl nicht so clever, ne? Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Ja, wenn du auch eh nichts verkaufst, kannst du auch weg, also naja. Was kostet dein Laden? Also zusammen mit der Ware sagen wir 300 Goldstücke. Ja, für den Scheißhaufen hier. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig, noch habe ich keinen Käufer gefunden. Aber das wirst du, mein Freund, das wirst du. Hier, ein Highsteak. Geht aufs Haus. Jawohl, also für den suchen wir... Ja? Wo kann ich einen Käufer finden? Vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Frag mal bei ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Ja, werden wir das machen. Was hast du für Fische? Ich hab alle. Hering, fangfrisch. Und Scholle, ebenfalls ganz frisch. Ist das alles? Nein, ich hab noch ein Hai im Angebot. Ein schönes Hai-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Solltest du unbeidnkt probieren. Ja, sag mal her. Zeig mal deine Fische. Ganz kann man die aussehen. Ja, ja. Okay, also hier kann ich dann die Dinger kaufen. Ich dachte, der hat so ein. Wie bei den anderen hat die so einen Shop im, ne? Dass man da so handeln kann. Aber dann gehen wir jetzt erstmal hier rechts hoch. Finn haben wir hier. Ja, komm, wir quatschen jetzt erstmal. Wird halt eine Quatsche-Folge. Ist halt so, wenn man Hi. Neu ist. Hi, ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Ja, ist natürlich schade, ne? Wenn jetzt hier nichts mehr zu tun ist, kann er auch... Ja, was soll die denn dann machen? Wofür soll er die bezahlen, wenn er nichts zu tun hat, ne? Weil ist anscheinend auch wieder ein Händler, Warenlager und pipapo. Ja, und wenn hier nichts rein, nichts raus, nichts drumherum passiert, dann braucht er auch keine Arbeiter, ne? Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt. Vergiss es. Ich bin Bauer und habe keine Ahnung von Fischen. Frag lieber im Hafen. Ja, schade, aber konnte man ja mal fragen. Hätte ja sein können. So, ich speichere jetzt extra so oft, damit wir die ganzen Gespräche nicht nochmal machen müssen. Druiden-Sharing, sehr gut. Pavel, als heißt. Was auch immer es war, ich war es nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut, ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Ja, gibt interessiert hier anscheinend einen Feuchten, ne? Hauptsache, die sind nicht draußen und stören die bei den Ausgrabungen irgendwie. Das ist schon ein bisschen heftig. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dem wurden alle Felle abgezogen. Ja, ist wahrscheinlich schon ein heftiger Ausfall dann. Das ist Flavio. Ja, dann bist du direkt der Nächste, oder? Hi, Flavio. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich... Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen.
Felle klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Oh, ist doch nicht schlecht. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Belschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen mies. So Banditen hin und her, die sind anscheinend, sag ich mal, eigentlich die gute Seite. Wenn man jetzt mal hört, wie die hier eingefecht sind, bei den Banditen kannst du wenigstens machen, was du willst. So ein bisschen freier. Aber wenn die jetzt hier den ganzen Leuten die Sachen abziehen, ist ja jetzt auch nicht so geil, ne? Dass die jetzt hier in der Stadt verrecken quasi. Und die können ja nichts hier machen in der Stadt, die kommen ja nicht raus. Also bleibt denen ja nichts anderes übrig hier. Das ist ja nicht so, als hätten die sich dafür entschieden, hier zu bleiben. Können ja eh nichts anderes machen, ne? Also das finde ich schon ein bisschen, naja. Was habe ich davon, wenn ich die Fälle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Oh, ist schon was okay, ist schon okay. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belschwur, damit er es verteilen kann. Okay, paar Sachen. Ich brauche ein paar Sachen. Ja, cool, 200 Pfeile. Haben wir denn schon irgendwas an Fellen im Inventar? Nö, natürlich nicht. Nöp, nicht ein einziges. Okay, dann tschüss. Speichern, damit wir das Gelaber uns nicht nochmal antun müssen und direkt den nächsten. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Gillis, ey Gillis, was geht bei dir denn? Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Okay. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Ja, das stimmt, glaube ich. Also wenn der nicht da wäre mehr, ne, dann wäre das alles anders, weil, pf, ja, die haben doch ganz schön viel Einfluss von draußen hier. Ja, das stimmt doch, doch, das stimmt schon auf jeden Fall. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Ja, okay. Ja, ich denke aber nicht. Ich glaube, wir werden doch beim Don bleiben, so wie ich es jetzt so ein Gefühl habe bis jetzt so. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Ja, ich überlege gerade. Machen wir das jetzt wirklich so, oder? Naja, wir quatschen einfach nächste Folge drüber. Ist schon wieder Zeit. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.